So Leute, hallo, schön, dass ihr mich wieder angeklickt habt. Ich bin's mal wieder, euer Morgashi, richtig ausgesprochen. So, folgendes, wir werden uns jetzt mit einer weiteren Thematik beschäftigen, und zwar mit einer weiteren Folge von... Part 2. Drachenflöten. Blasen. So, wunderbar, tolles Intro, nicht? Also, Drachenflöten ist das Thema des heutigen Tages, der heutigen Stunde, der jetzigen Stunde. Okay. Also, Drachenflöten haben viele vielleicht schon gehört. Was mag das wohl sein? Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, legendäre oder sagen wir mal, in die Sprache des 21. Jahrhunderts transferiert, einen coolen Drachen abzuchecken. Und zwar benutzt ihr dafür entweder Drachenflöten, das ist die eine Möglichkeit. Oder ihr fangt sie. Es gibt legendäre Drachen ab und zu mal hier und da in einer kleinen dunklen Ecke. Alle 3 Stunden, denke ich, glaube ich, habe ich noch nicht gemacht. Das ist es mir einfach nicht wert. Und dann natürlich in diversen Dungeons gibt es das natürlich auch auf sehr krasser Schwierigkeitsstufe. So, also quasi die leichteste Art und Weise, einen gut aussehenden Drachen zu bekommen, sind einfach die Drachenflöten. Und dazu geht ihr erstmal in eine Gilde, das ist ganz wichtig. So, ihr drückt die Taste G, wenn ihr in der Gilde seid, und dann muss dieser Skill hier freigeschalten sein. Das habe ich in meinem letzten Video schon mehrfach erwähnt, glaube ich. Ich sage es jetzt nochmal, weil es jetzt hier rein um die Drachenflöten geht. Und mit diesem Skill hier ist eure Gilde dazu bemächtigt, eure Drachen auf Drachenflötensuche schicken zu können. So, wir gehen zum Gehegeverwalter. Den sieht man jetzt nicht, weil irgend so ein Spassel hier seinen Drachen davor platziert hat. So, ich habe hier meine Drachen, ne? Und dann gehe ich auf Vorgänge. Dann gehe ich auf das wunderschöne Plus hier und dann habe ich hier bei Spezialtraining, das ist egal, ob ihr das geskillt habt oder nicht, das ist wurscht, haben wir hier die Drachenflötensuche. So, an eurer Stelle, wenn ihr sonst nichts irgendwie craftet oder sonst was baut oder keine Ahnung, dann würde ich euch dringend empfehlen, in eurer Zeit, die euch halt so bleibt, während ihr gerade irgendwelche Dinge niedermetzelt, eure Drachen hier auf Drachenflötensuche zu schicken. Das mache ich immer 5 Stunden lang, weil, ja, das passt. Entweder 5-mal den Stress geben, eine Drachenflöte zu holen, oder einmal den Stress geben, 5 zu holen. Ich meine, das erübrigt sich, ne? So, ich habe mit denen soweit jetzt gerade nichts vor. Ich crafte gerade nichts, also hier Drachenflötensuche, dann wieder auf 5 Stunden hinzufügen. Das mache ich bei allen meinen Drachen, in allen meinen Drachenslots, die ich habe. So, kostet mich halt 1500, aber was sind schon 1500? Nichts, Leute. So, wieder Drachenflötensuche, 5 Stunden. Blub. So, das hier ist mein, ja, wie soll ich sagen, mein cooler Drache. Den tausche ich jetzt mal gegen meinen anderen coolen Drachen, weil ich hätte immer gern so einen Drachen, mit dem ich so richtig gut aussehe. So, also ich nehme den Nachthimmelkönig Furiko und traurig, aber ja, ich muss ihn auf Drachenflötensuche schicken. So, jetzt sind alle Drachen hier oben jetzt für 5 Stunden beschäftigt. So, ich habe ja noch die hier unten und ich habe ja noch einen freien Slot, also mache ich mir da nicht ins Hemd. Und außerdem, wenn ich die rechte Maustaste drücke, beziehungsweise hier auf Drachenkammer gehe, habe ich hier nochmal ein paar Slots, die man sich auch gegen Gebühr erweitern kann. So, okay. Also, ich habe jetzt meine Drachen auf Drachenflötensuche geschickt. Jetzt mache ich mal das hier weg. Wunderbar, Dankeschön. Den Zersetzungsatem braucht keine Sau. So, also, ich habe es natürlich schon gemacht, wie ein diverser Fernsehkoch sagen würde. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wenn die 5 Stunden dann verstrichen sind, geht ihr ins Drachennestlager, ebenfalls hier beim Drachenfritzen. Und dann wühlt ihr euch durch den ganzen Müll, den ihr so habt, und dann seht ihr, oh, nicht identifizierte Drachenflöte. Natürlich wollen wir die haben, wir wollen sie alle haben, deswegen klicken wir hier drauf, dann auf OK und zack, sind diese Drachenflöten dann in eurem Inventar auf der Taste B.
So, also hier haben wir sie schon. Und ja, was soll ich sagen? Mit 20 Stück ist man dann recht gut bestückt eigentlich. Das Maximum ist, glaube ich, 30 pro 5 Stunden. Es sei denn natürlich, ihr habt noch irgendeinen Boost drin. Dann geht es natürlich noch schneller, aber mir reicht es, weil ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Drachen. Verdammt, ich muss erstmal die ganzen Drachenskills aus meinen Drachen rauskriegen, weil ich kriege so viele Drachen, wo jeder Drache immer einen richtig coolen Skill hat und ich mich dann tierisch drüber ankotzt, dass es so ein Mega-Act ist, einen Drachenskill von einem Drachen auch den anderen zu transferieren. Zeige ich euch jetzt auch, wie das geht. So, ich habe hier nämlich ein kleines Beispiel am Start. Ich gehe zum Gehegeverwalter, dann gehe ich auf Feldtraining. So. Und beim Feldtraining besteht die Möglichkeit, dass eine Fähigkeit vom einen Drachen auf den anderen übertragen werden kann. So, was haben wir denn hier? Ich wollte eigentlich diesen Drachen hier cool machen, weil das ist ein legendärer Drache. Da ist immer gut, wenn der ein paar Skills hat, dass man sich mit dem auch sehen lassen kann. So, jetzt schnappe ich mir irgendeinen anderen Drachen, von dem ich möchte, dass er seine Fähigkeit auf meinen Drachen überträgt. So, wie jetzt zum Beispiel hier die Sturmruhe. Ja, jetzt kann ich hier sagen, okay, die Sturmruhe gibt meinem Drachen eventuell die Drachentraining-Meisterschaft des Lehrlings, ne? Ist ja schon mal nicht verkehrt, prinzipiell. Der Niederschmetterschlag könnte auch dabei rauskommen. Oder die Sturmruhe könnte wiederum von meinem Cooldrachen hier diese Fähigkeiten lernen. Ja? Also nochmal in Kurzform. Dieser Drache lernt diese Fähigkeiten eventuell von diesem Drachen. Oder umgekehrt. So. Also machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier auf Training. Das können wir dreimal am Tag machen, kostenlos. So, das erste Mal hat nicht geklappt. Das zweite Mal. Und er hat den niederschmetternden Schlag gelernt. Na toll. Das war die falsche. Ja, es gibt Tränke, mit denen man das wieder vergessen lassen kann. Aber das ist richtig kacke. So, wenn mir diese drei nicht genug sind, wenn ich jetzt unbedingt möchte, dass dieser Drache das heute noch lernt, ne, dann kann ich hier auf Zusatztraining gehen. Es gibt für Daily Login-Belohnungen gibt es ab und zu die Drachenzähnerpeitsche. Man kann es auch in dieser komischen Lotterie da gewinnen. Drück mal okay, ich habe genug davon. Und nein, hat wieder nicht geklappt. Verdammt. So, noch einmal machen wir's. Ach, verdammt. Ja, egal. Morgen wieder. So, also so macht man das. Wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gerade gesehen. Dieser Drache hat jetzt eine neue Fähigkeit. Und zwar von dem hier bekommen. So, jetzt haben wir hier die Übertragung. Die Drachentrainingsmeisterschaft des Lehrlings wollte ich haben, aber ich habe den Niederschmetterschlag hier bekommen. So, ich habe ja noch ein paar freie Slots, insofern juckt mich das nicht. Wenn diese Slots hier dann voll sind, wenn ich irgendwann genug Fähigkeiten in diesem Drachen habe, dann suche ich mir einfach ein paar aus, wie zum Beispiel die Holzkenntnis, die brauche ich überhaupt nicht. Dann ziehe ich diese Holzkenntnis hier drauf und hier steht schon, ja, das kostet Geld, wa? Das ist scheiße. Aber es gibt auch, wie gesagt, ein Item, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber es gibt so ein Gedankenlösch oder so ein Skill-Lösch-Item. Gibt es zu kaufen oder auch bei diversen Belohnungen. Also ist gar nicht mal so selten. So, also das war's soweit zu dieser Thematik. Jetzt gehen wir mal in das hier, das Drachenheiligtum. Dafür drückt ihr die Taste G für eure Gilde. Dann drückt ihr hier auf die Gildentechniken. Und wie gesagt, das hier muss ja freigeschalten sein. Und zack, hier oben ist das Tor zum Drachenheiligtum. So, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt mit diesen Drachenflöten? Also, ich gehe hier einfach mal in die Mitte, was so schön ist. Und ich drücke die Taste B. Mit der Taste B komme ich ins Inventar und hier liegen meine Drachenflöten. So, jetzt gibt es hier natürlich verschiedene. Ja, und bevor wir loslegen, hier mit Drachen zu rufen, müssen wir diese Drachenflöten erstmal extrahieren. So, und hier unten, das ist der vorletzte, der zweite von links, steht Chargenextraktion. Ich denke mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Diese Taste drücke ich und ich ziehe diese nicht identifizierten Drachenflöten hier rein. Blöpp.
So, jetzt sehe ich hier schon, was vielleicht dabei rauskommen könnte. Flüsternde Drachenflöte, summende Drachenflöte, Echo und so weiter, je nach Seltenheitsgrad. Die unterste ist natürlich die wertvollste, die oberste ist die wertloseste. So, jetzt gucken wir mal, ob vielleicht was Gutes dabei rauskommt. Ich gehe hier auf Chancenextraktion beginnen. Zack. So, jetzt fängt er hier automatisch an. Meine 42 unentpackten Drachenflöten quasi auszupacken mit WinRAR. So, und hier sehe ich jetzt schon, ich habe es mal größer gemacht, was denn dabei rauskommt. Also, wir kriegen hier einen Haufen Müll, aber hier und da ist auch die ein oder andere blaue dabei. Nochmal eine blaue, wieder eine grüne, nochmal eine grüne und nochmal und so weiter. Das ist sehr gut. Ihr könnt euch denken, dass die. Uiuiuiuiui, eine lilane oder violette Sachen eigentlich. Ja, die sind natürlich super selten. Das ist verdammt gut, wenn ihr kommt. Ich habe sogar jetzt zwei bekommen. Sehr schön. So, ein Haufen Müll natürlich wieder. So, bei 42 dauert es halt etwas. So, fertig. Wusch, machen wir es wieder kleiner und Fensterchen zu. So, ich habe jetzt hier fünf blaue melodische Drachenflöten versiegelt bekommen. Und oh Gott, mein Inventar. Ja, ich weiß, ich sollte hier mal aufräumen. So, ich habe hier zwei lilane bekommen, das ist auch gut. Ja, also mehr als gut. Und ich habe sechs grüne bekommen. Also, ich möchte jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ja, aber ich sag mal so, grün heißt. Es kommt ein normaler Drache, den ihr auch in der Open World fangen könnt. Aber eventuell unter ganz krass seltenen Bedingungen, dann könnte eventuell ein legendärer Drache kommen. Ist, glaube ich, bestimmt noch nie passiert oder keine Ahnung. Ebenso bei den Blauen, da ist halt die Wahrscheinlichkeit noch etwas größer, also real größer einfach. Und bei den Violetten ist es halt einfach so, dass, Alter, die haben dicke Eier, Mann. So, ich nehme jetzt einfach mal die Echo Drachenflöte und rufe hier mal ordentlich. Wusch. So, und siehe da, es wird ein Drachen gespawnt und sein Name ist Inferno. Hallo Inferno. So, und ich würde sagen, wir greifen ihn mal an. So, schön. Jetzt kommen wir jetzt mal eine epische Schlacht der epischen Drachen. Werde stärker, hä? Komm, ich will jetzt wetten. Haben von euch, Leute. Kommt schon. Wer wird gewinnen? Es könnte ein wenig dauern. Aber Flüsterwind schlägt sich ja gar nicht so schlecht. So, beschleunigen wir das Ganze mal etwas. So. So, schön hast du das hier gemacht, wa? So, jetzt können wir uns entscheiden, fangen wir diesen Drachen oder töten wir ihn? Ja, also ich fange ihn jetzt mal. Vielleicht hat er irgendeine Fähigkeit oder ich sag mal, ich hoffe nicht, dass er eine Fähigkeit hat, die ich brauche, weil sonst ist mein Drachengehege voll. So, das dauert ein wenig. Geh, 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 geh. Und schon wieder geh. Jetzt mach doch schon, Drache. Ey, das ist aber ein hartnäckiges Biest. So, ich habe ihn und ich, verdammt, ich habe einen neuen Drachenskill. Und ich könnte wetten, der ist jetzt auch noch voll gut und ich will den auch unbedingt behalten. Und ja, scheiße, natürlich ist er gut. Er hat maximal Slots. Ja, also das hier ist die maximale Anzahl an Slots, die möglich sind. Er hat Heilwind. Oh, regeneriert. Ach, was. Kampfskill hat er. Strömungsschlag, wunderbar, Kräuterkunde draufgeschissen. Und die apotische Wiederherstellung ist auch nie verkehrt. Es ist sehr rar in diesem Spiel, alles was mit Heilung zu tun hat. Also mit richtig effektiver Heilung, nicht mit immer so, oh, so 50 HP kriegst du mal so. Ja, schön, danke. Und das ist, Heilung ist immer gut. Ist nie verkehrt, sowas zu haben in irgendeinem Drachen. Und das ist jetzt zum Kotzen. Das ist tatsächlich ein Drache, der mir jetzt zwar nicht optisch gefällt, aber ja, mit so einer Problematik müsst ihr euch dann wirklich auseinandersetzen. Ich tue mal die apotische Gedönsigkeit hier mal runter. Dann kann ich euch gleich zeigen. Wusch. Ich habe keine Drachenenergie. No, hi. Kann ich es?
Wusch. Na, das war der Hulk Hogan Power Jump Schlag nach oben. Nee, gemischt mit Super Mario ein bisschen noch. Okay. So, also so viel zu den Drachenflöten, wie gesagt. Ihr könnt sie hier in eurem Drachenheiligtum, könnt ihr sie rufen, die Drachen, mit einer eventuellen Chance auf einen legendären Drachen. So, ich habe hier noch ein paar Echo-Drachenflöten-Rezepte bekommen, weil es auch eine Möglichkeit gibt, Drachenflöten selber herzustellen. Dazu muss man, glaube ich, Schreiner sein oder so. Ich habe es noch nicht gemacht, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Mea culpa, steinigt mich, gibt mir Shitstorm, Storm in die Comments, meinetwegen. Aber tut mir sorry, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe so viele Drachenflöten durch Drachen. Ich weiß überhaupt nicht, warum die Leute sich das selber bauen. Es ist so leicht, an Drachenflöten zu kommen, Leute. Und macht es auch auf jeden Fall. So, die zwei Schneckchen hier, die hebe ich mir noch für einen Moment auf, wo mein Dracheninventar nicht komplett voll ist. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen zum Dr Thema Drachenflöten. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Wie gesagt, Chance auf legendäre Drachen am leichtesten mit Drachenflöten. Also geht in eine Gilde, wenn ihr es noch nicht seid, und holt euch den Skill. Und macht ordentlich Gildenpunkte und das lohnt sich, Leute. So kommt ihr an gute Fähigkeiten ran, so kommt ihr an geile Drachen ran. Viel leichter als in der Open World. So, und ich würde jetzt gerne das schöne Video hier mal nicht mit einem Ladebildschirm beenden. Wunderbar. So, also mit wunderbar epischer Musik verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Es hat euch gefallen. Ich war ein bisschen unterhaltsam. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr Bock habt, oder einen Comment, wenn ich irgendwas besser machen kann. Wir sehen uns.